Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser. Paulus, durch den Willen Gottes, Apostel Christi Jesu, an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allen Segen seines Geistes gesegnet. Durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen. Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat uns geschenkt, in seinen geliebten Sohn, durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er uns reich beschenkt mit aller Weisheit und Einsicht und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat, die Fülle der Zeiten heraufzuführen in Christus und alles, was im Himmel und auf Erden ist, in ihm zu vereinen. Wort des lebendigen Gottes. Heute schreibt ihm der heilige Paulus den Epheser einen Brief. Und zwar erklärt ihnen eben, dass Gott uns geliebt hat, schon bevor wir erschaffen sind. Bevor die ganze Welt war, war es sein Plan, dass er uns zu seinen Kindern macht. Er hat ihm seinen Sohn für uns geopfert, dass er uns erlöst von unseren Sünden. Denn die Sünden stammen eben von Adam und Eva. Und er will uns befreien von diesen Sünden und schenkt uns eben die Gnade, dass wir durch das Blut Christi frei sind, frei und auch Kinder Gottes sein dürfen. Es ist ein Geschenk und es ist nur aus Liebe. Dieses Geschenk schätzen wir oft gar nicht, was wir da von Gott bekommen haben. Wir müssen öfter am Tag denken, was sind wir? Wir sind Gottes Kinder. Und warum sind wir es worden? Weil die Liebe Gottes so groß war. So, dass er eben seinen Sohn für uns geopfert hat. Das schreibt ihm der Paulus eben den Leuten in Epheser. Aber nicht nur denen, er hat es auch für uns geschrieben. Und sind wir dankbar, dass wir dieses Geschenk von Gott erhalten haben, dass wir seine Kinder sein dürfen und dass wir eben Gott loben und preisen öfter am Tag. Und wenn sie mit einem kurzen Wort, Gott, ich danke dir, sagen. Es ist auch das ein Geschenk, wenn wir das sagen dürfen.